So, weiter geht's mit der nächsten Runde und wir fahren jetzt erstmal Glafan. Ich überlege gerade, Glafan und Popcorn, glaube ich, droppen im LG. Das Ganze kann es ein bisschen dauern, ehrlich gesagt. Nicht nur das Suchen, sondern auch das Kicken und das. Ah, wobei, warte mal, wie hoch ist der? 103. Ich habe die irgendwie immer viel, viel höher in Erinnerung. Also nicht in Erinnerung, sondern in meiner Welt sind die einfach irgendwie stärker. Ich weiß nicht warum. Naja. Fiete kann man aktivieren. Vermutlich chillt er da hinten irgendwo. Und es fehlen Power-Ups. Geil. Speed, Death, okay. Das Ding aktivieren wir auch mal noch. Wir haben jetzt genug von allem und so. Auch das Ding aktivieren wir noch. Okay, das war jetzt ein bisschen Overkill, aber egal. 55 kHp. Alter, fast 7k, zack. Holy shit. Müssen wir da alles locken, damit wir es nicht irgendwie scrappen oder so. Das ist echt ein bisschen blöd, aber naja, ist eben so. Alter, fast 7000 Attack. Es ist aber auch viel, also wirklich viel. Es ist so viel mehr, als ich irgendwie mir so erhofft habe, gewissermaßen. Na, ist nicht schlecht. Weil wir haben immer noch 40% Crit-Rate und Crit-Schaden bei 66%. Ich meine, ja, ist ein bisschen zurückgegangen und so, aber das ist immer noch top. Schauen wir uns mal ganz kurz an, was hier noch so droppen kann. Da kommt 3. Ja. Ich weiß halt nicht, wie das sich verhält. Ich meine, gleiche Crit-Rate. 30% statt 15% Crit-Schaden und SCR. Gute Attack-Speed brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Was ist denn Yellow Spirit schon wieder? Was ist Yellow Spirit? Crafting-Material. Lass uns mal kurz nachschauen, was wir alles brauchen. Season Pass haben wir noch nichts. Nicht, ja, schauen wir mal kurz nach Rowdy, glaube ich, soll das gleiche brauchen. Rowdy Armor. Oder hier kann man drauf gehen, genau. Ja, wir müssen das scrappen. LG-Waffen müssen wir scrappen. Okay, was haben wir hier noch? Oh. Shit, das habe ich ganz vergessen. Die zwei Sachen könnten krass. Ach nee, warte mal, wir wollten erstmal. Was wollten wir denn eigentlich jetzt gerade? Wir wollten nicht unbedingt die Unique Armor craften, eventuell auch. Warte, kann man nur die Unique Armor craften? Das andere muss man droppen. Autsch. Okay, das heißt, wir müssen das Zeug droppen. Beziehungsweise. Ah, oh nee, da hier geht jemand. Stopp. Meine Gigs, geh weg. Oh, das ist eine schwierige Sache, ehrlich gesagt. Wo bin ich denn jetzt? Bin ich immer noch da, wo ich vorher bin? War? Bin ich, ja. Okay. Also wir brauchen ja trotzdem LG-Waffen, die man scrappen müssen. Ich weiß es halt nicht genau, wo man dann im Shroom Dungeon dieses Zeug kriegt. Können wir gleich mal ausprobieren. Ich glaube, er wurde schon gefarmt, wie es ausschaut. Ne, hier ist er, lol. Wo bist du hin? Lol. Ja, klar. Mach ich auch immer so. Ich weiß gar nicht, was ich mit den anderen Sachen machen soll. Soll ich die verkaufen? Ich meine, eigentlich, man kann die das craften. Ich glaube, ich kann die anderen Sachen scrappen, oder? Ich glaube, ich kann ganz viel scrappen. Weil das Ding ist, ich bin so selten online und ich finde keinen, der das Ganze braucht. Von dem her würde ich sagen, einfach weg damit. Auch das andere Zeug hier einfach weg. Ist, glaube ich, das Beste. Ich meine, ja, ist ein bisschen verschwenderisch und so, aber.
Was willst du machen? Können wir schon. Ach, können wir gar nicht scrappen oder wie? hier haben wir nichts, da haben wir auch nichts. Was haben wir sonst noch hier? Da, die Dinge können wir noch scrappen, wie gesagt. Ich meine, es tut mir zwar gerade auch ein bisschen weh, wenn ich die Dinger scrap, weil die waren halt echt. Waren echt cool und alles, aber. Das Ding ist sogar Legend. Nee, ist nicht Legendary. Okay. Wo haben wir denn das Zeug da? Ach, komm. Wieder nichts gedroppt? Eine nice Suit. Okay. Es ist nicht unbedingt einfach, glaube ich, das Zeug zu droppen, was wir brauchen. Ich habe doch schon eben gesehen, dass man das Zeug scrappen kann. Das gibt es doch nicht. Wo müssen wir hin? Hier müssen wir raus. Kann man drüber fliegen? Ich weiß es nicht. Sparkling Dust Glow. Okay. Nee, können wir noch nicht. Uff. Hier muss. Warte mal, hier ist es doch, oder? Warum kannst du das hier nicht scrappen? Ist es irgendwas anderes? Rashadin Suit? Shining. Ja, aber das müsste doch dann noch viel besser gescrapt werden, oder? Verstehe ich nicht. 24? Ja, lol. Naja. Kann man nichts machen, glaube ich. Ist einfach so. Naja, gut. So, schauen wir, beim Pubcrank hier ein bisschen mehr Glück haben. Also spawnen sie mal episch. Hätte ich das gewusst, hätte ich vielleicht sogar da gelevelt. Naja, wobei wir Mammuts. Mammuts sind schwer zu schlagen. Okay. Kritisch. Hier ist kein Gig. Okay, dann probieren wir es nochmal auf Channel 1. Ja, das wird also ein bisschen schwierig, glaube ich. Vor allem, wir haben jetzt hier, wir haben jetzt halt 12 mittlerweile. Und es schaut aktuell nicht so gut aus mit den Gicken. Es gickt halt immer jemand. Nix gut. Sonntag 23:30 nachts. Andererseits, sagt man, wir müssen doch. Also ja, wir können doch auch die anderen Sachen gicken. Die droppen ja auch LG-Teile, glaube ich. Oh Gott, die 105er Sets meine ich. Aber auch die werden irgendwie ziemlich krass gefarmt. Nein. Ja, ich sehe schon, das wird ein bisschen schwierig. Das wird viel schwieriger als gedacht, ehrlich gesagt. Okay, das farmt schon mal jemand sehr aktiv. Da haben wir jetzt, glaube ich, wenig Chancen, irgendwas zu kriegen. Wir können auch schnell in Caldera vorbeischauen. Aber auch da wird es, glaube ich, echt schwierig werden. Wo bin ich hier denn, Leute? Okay. Sieht krass aus. Irgendwie. Okay. Holy shit. Ja, die Map schaut krass aus. Das Ding ist halt, ich frage mich immer so, warum sieht sowas auf PC besser aus als auf dem, oder als im offiziellen Game? Warum? Wirklich? Ich meine, warum schaut sich das so gut aus und im Offi mit Millionen Umsätzen sieht es aus wie hingeschissen irgendwie. Und die nutzen ja auch HD-Texturen, nicht so hässliche wie im Offi irgendwie. Hat echt schick. Ist wirklich schick.
So, da hinten sollte normalerweise mal sein. Also ich habe heute 7 Kilo Filament bestellt. Und ich habe halt noch so 8. Gig ist da, super. 110. Das könnte ein Problem werden. Naja, ich bin mal gespannt. Meine Eltern werden mich wahrscheinlich killen. Mystical Aaron Suit, okay. Ja, das ist natürlich schon ein bisschen. Ist ein bisschen viel vielleicht. Aber die waren halt aktuell. Also, die wären noch günstiger gewesen, aber ich habe sie bei AliExpress nochmal gefunden, wo die trotzdem relativ günstig waren. Ich meine, das eine, die eine Rolle hat, glaube ich, knapp 20 oder 18 Euro gekostet, die war halt. Die hat den Preis dann ziemlich zerstört hat. Und die Preis pro Rolle. Da habe ich 5 gekauft für 55. Und nochmal eine für 6 Euro. Das war so ein Willkommensangebot. Ja. Ups. Also von dem her gesehen. Was soll man sagen? Ich bin mal gespannt, wie meine Eltern darauf reagieren werden. Es ist halt so. Es ist halt schon echt viel. Und das Ding ist, ich habe halt so ein Schrankfach. Also, jede Band hat so ein paar Schrankfächer. Das Ding ist echt voll. Dementsprechend bin ich mal relativ gespannt, wie meine Eltern drauf reagieren, wenn ich so sage: So, ja, ich brauche jetzt das nächste Schrankfach. Ich glaube, es wird lustig. Ich glaube, die freuen sich genauso wie ich dann. Aber ja, gut, ich meine, was willst du machen? Der Preis war halt okay. Oder eigentlich schon gut, ja, würde ich schon sagen. Ich meine, das Willkommensangebot kannst du nicht ausschlagen. 6 Euro für ein Kilo Filament ist halt episch. Also für die 3D-Drucker unter euch, die werden sich jetzt vielleicht die Augen reiben, aber ja, da gibt es bei Ali halt immer so ein Willkommensangebot und so und kannst es aber nur einmal nutzen, logischerweise. Aber nimmt man natürlich mit. Klar. Ja. Schauen wir mal. So, 10% noch. 7%. Also könnte schon mal ein bisschen was droppen, da irgendwas Sinnvolles. Wir haben so viel HP einfach. Uns fehlen 10k und das macht einfach nicht mehr was aus. Wow. Was ist denn hier los? Gar nichts? Wirklich wieder gar nichts? Nee, warte mal, das war zu viel Rage Quit. So, einen probieren wir noch. So, den probieren wir auch noch. Also ich denke mir jetzt schon, dass wir hier irgendwie ein bisschen was droppen müssten. Prozent noch. Ja, ich meine, wir haben jetzt natürlich einen relativ großen Levelunterschied. Wir sind 7 Level unter dem Gig. Und die beste Drop-Rate ist natürlich auf demselben Level wie der jeweilige Boss ist. Oder das jeweilige Monster allgemein. Ja, sowas droppt natürlich, das ist klar. Prozent. Also ich denke, ich werde noch eine Folge hinterher schießen, wo ich dann leveln werde. Ja, genau. Das ist zumindest der aktuelle Plan. Weil ich habe aktuell so viele Power-Ups an. Ich meine, zweiter Gig macht keinen Sinn. Offscreen-Gig macht auch. Wir können noch kurz einen Shroom dann schon mal ausprobieren. Aber dafür müssen wir eigentlich 120 sein. Ja, alles andere macht auch wieder keinen Sinn. Also wir probieren es und so, klar, wir müssen dann mal schauen, was es so gibt und so, aber ja, so effektiv.
effektive mal keine Chance haben. Vielleicht die kleinen Mobs, vielleicht droppen die auch schon irgendwelche Dinge, die wir brauchen. Kann alles sein. Mal schauen. Prozent noch. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt nach vier, wie viel habe ich gekillt? 4 Gigs? Ja, 4 Gigs. Wenn ich jetzt nach 4 Gigs gar nichts droppe, dann hätte ich da allerdings schon ein bisschen Bedenken. Aber warte mal, die Treue-Skills gehen nur auf dem Channel. Nicht so. Warte mal, was? 50% mehr XP? 10% mehr Penia? Wir müssen leveln, holy shit. Und wie wir leveln müssen. Warte mal, wir haben ansonsten eigentlich nichts mehr, was wir farmen wollen, oder? Sun, ja, das Zeug weiß ich nicht, kein Plan. Ah, ein Teil haben wir gedroppt. Ne, warte mal, stimmt, wir haben vorher noch einen Teil gedroppt. Okay, dann haben wir zwei Teile gedroppt. Aber auch zwei Teile. Shit. Uff. Jetzt probieren wir nochmal kurz diesen Dungeon aus und dann schauen wir mal. Ach nee, wir können eh nicht rein. Wir müssen leveln. Okay. Dann ist es eben so. Kauf mal. Zwei. Und Jojo auf plus 20 geerbt. Okay. Not bad. So. Dann gehen wir mal noch da hin. Ringmaster braucht auch noch schnell hier Dinger. Ach so, müssen eh relocken. Okay, haben wir noch Astria? Haben wir noch für eine Stunde? Perfekt. Okay. Mal auf dem Ringmaster kaufe ich mir schnell ein Board, weil der ist so lahm immer. Der kann schon hinfliegen in der Ruhe. Zumindest gleich dann. Station. Der Ringmaster kriegt selbstverständlich einen Besen, das ist klar. Ich hatte da auch schon so dumme Diskussionen mit Leuten. Ey, ist echt schlimm. Da ging es um ein Video. Ich weiß nicht, ob ich es gerade überhaupt ansprechen soll. Vielleicht soll ich es auch einfach nicht ansprechen. Ja, naja. Also, ich kann es kurz runterbrechen. Es ging einfach darum, dass da halt amerikanische Polizisten, wie auch sonst, halt so Tieren Sachen angetan haben. Und da war halt eine Frau, die hat noch gelacht und so weiter. Und ich schreibe immer so, ich finde es halt krass und so, weil wir dann drüber geschrieben haben. Und ich dachte mir, so, dass Frauen halt Tierliebe wären und so. Und dann fängt die an, oh, das ist sexistisch und, oh Gott, ey. Es ist, mit manchen Leuten kannst du heutzutage nicht mehr reden. Ich level ja auch jemand, das ist auch klar. Ist aber auch teilweise so, wenn es um was anderes geht. Die versteifen sich dann so sehr auf ihren angeblichen Sexismus, den sie schon wieder gespottet haben. Aber das, um was es eigentlich geht, ist dann völlig unwichtig. Ich finde es, also mit manchen Leuten, da bin ich echt zu einem Punkt, wo ich sage, so okay, direkt ab auf die Blockliste, gar keinen Bock mehr mit irgendwie dann zu schreiben, nur noch nervig einfach. Achso, Schild müssen wir wechseln. HP dann immer noch super. Und die EXP werden, glaube ich, mal richtig super gleich. Da freue ich mich schon drauf. Mit 21%, also ich glaube, mit diesem XP-Bonus und mit dem Schild, jetzt haben wir, glaube ich, wie gemacht, 20% statt 15% XP-Bonus. Ich glaube, das sollten wir halt wirklich schon ziemlich gute XP kriegen. Ach nee, ernsthaft? Das Relocken erspart nicht die Cheer-Time? Uff. Das ist aber mies.
Das geht besser. Keine Sätze, leider. Warte, warum kriegen wir so wenig XP? Ah, die Party. Natürlich ist die Party auf Level. Ah, saufen. Saufen, kippen, Schnaps, heftig rauchen. Uff. Wie viel gibt denn ein Mob? Schauen wir mal kurz nach. 53,5. Wow, okay. Das ist heftig. Ich weiß gar nicht, wie viel kriegen wir mit einem AOE zusammen? Also man denkt so immer, das sind mehr, als das tatsächlich sind, aber... 50 Mobs sind machbar. Also ich kann mich noch daran erinnern, als man hier noch Hit and Run gelevelt hat mit dem Ela. 40, 42 Mobs ungefähr, so waren immer so der Durchschnitt eigentlich. Ich merke gerade, wie nützlich das einfach ist, wenn sich die Kamera mitdreht. Ist mir noch gar nicht so aufgefallen in anderen Games. Aber wenn man halt so mit WASD oder mit Tastatur only spielt, das ist echt geil. Okay, das haut rein. Das ist ja mal übel. Lol, das geht richtig ab. Geht viel mehr ab als gedacht. <lacht> 52 KP mittlerweile. Ja. Läuft soweit, würde ich sagen. Vor allem, wie viel hatten wir gerade auf 58%? Okay, das heißt, wir hatten 30 Mobs, oder wie? Oder was? Nee, Quatsch. Oh Gott. Quatsch. Ich dachte gerade, 50% sind 100%. Nee, Quatsch. Ja, wir hatten schon so um die 50 Mobs ungefähr. Bisschen mehr als 50 Mobs. Aber merkt halt schon auch trotzdem die Def-Rate, die wir aktuell jetzt haben mit dem neuen Set. Das haut halt rein, das ist irre. Ah, wieder ziemlich genau 50%. Bisschen mehr. Ich überlege gerade, ob wir jetzt dann direkt... Sollten wir heute noch zu Ding gehen? Ich nehme 23 Minuten lang Spiel auf. Habe ich vor die Aufnahme beendet? Wie viele Folgen habe ich schon aufgenommen? Ich habe keine. Ey, ich bin so entkoppelt von der Realität, das ist unfassbar. Warte mal, das ist die zweite Folge, die ich aufnehme. Ich dachte, ich war schon mal dritten. Nee, Quatsch, stimmt. Ich war ja. Oh Gott. Ich und Zeitgefühl. Ja, läuft gut. Okay. Zumindest nach dem Level, nach dem AOE gleich Level up. Und 104, 109. Könnten halt eigentlich schon direkt zum nächsten gehen. Wir sollten auch zum nächsten gehen. Auch wenn die wirklich noch ziemlich gut XP geben. Ringmaster war auch wieder Level up. Warte mal, die Kani-Spawns hier sind... Sind die besser als sonst? Oh, die sind besser. Die sind viel besser. Das macht ja sogar mal Sinn zu leveln. Also, mit AOE, meine ich jetzt. Wobei, selbst vorher war es eigentlich immer so, man konnte einfach auch nach Rathesia gehen, zu den 100... Oh, wie hoch waren die? 115, glaube ich? 116? Nee, 116 waren die, glaube ich, oder? Die 116 an Rathesia. Die hatten halt einfach... Also die Hasen haben wirklich so einen geilen Spawn. Und es macht halt einfach nur Sinn, da zu leveln, anstatt halt irgendwie hier bei den Kannis. Selbst als 101, muss ich sagen. Weil, ich weiß nicht. Also, beim Offi denke ich mir immer wieder so, ich weiß nicht, was die sich denken. Die denken wahrscheinlich gar nicht. Die denken an Geld, aber... Ich meine, klar, natürlich.
Oder? Na, ich weiß nicht. Ich meine, selbst Astria ist doch eigentlich eine Premium, ist doch ein Premium-Gebiet. Selbst hierfür muss doch Geld zahlen normalerweise. Klarer Tier ist halt sogar noch ein bisschen teurer, aber trotzdem. Wow, die XP. Die XP sind echt gut. Die XP gefallen mir wirklich ziemlich gut sogar. Ringmaß ist 94, wenn ich es gerade noch nicht erwähnt habe. Der freut sich auch über die XP. Nach dem Aoi einfach mal wieder Level Up. Genau, und mit höherem Level kann man auch dann besser die... Lol, ich hab grad einen Crit. Wieder ein Crit. Mit höherem Level kann man einfach dann besser die LG-Waffen farmen. Oder die LG-Gigs, besser gesagt. Wobei ich sagen muss, ich sehe schon kommen, dass mir hier irgendwie... Ich weiß es gar nicht, ich überlege gerade. Also normalerweise sollten, glaube ich, die schon die Sachen droppen. Normalerweise. Ich meine, die Astria-Gigs gibt es auch noch. Es gibt auch die Tower-Gigs. Wo man angeblich auch Geld farmen kann, weiß ich jetzt nicht. Habe ich noch nie gemacht. Vielleicht sollte man auch lieber die Tower-Gigs mal farmen und mal probieren. Ich meine, das Ampli hier können wir eigentlich auch... Ja, ist nicht so wichtig. Wir können uns darauf einigen, dass wir einfach bei Gigs leveln. Ist ja auch okay, oder? Ich meine, geben auch XP, geben sogar ziemlich gute XP manchmal. Wir sind einfach schon 106, das ist halt wirklich geil. Genau, ein Ringmaster. Ja, den müssen wir dann irgendwie leveln. Das wird halt wieder ein Krampf. Andererseits, er braucht halt eigentlich nur ein Set und ein Set kann man auch craften. Vielleicht kein 105er deswegen, aber... Naja, wobei, wir könnten schon... Wir haben nicht sogar einen Teil gedroppt vom 105er. Sonst ein Craft mit einfach 90er oder so geht auch. Hier mit 90er Teil zum Beispiel. Wo war denn das andere Teil hier gerade? Da, oder? Ne, war Psykeeper. Was ist das einzige? Nee. Boah. Ich finde es gerade nicht mehr. By the way, was wir kurz mal schauen können. Premium Menü Shopfinder. Ach, schon an 2. Okay. Nee, jetzt können wir ganz kurz mal schnell so einen Mammut-Gig. Wir schauen einfach, was der droppt, was der macht. Ob er was macht oder ob er nichts macht. Bin mal gespannt. Okay. Ah, das Ding ist auch so scheiße tanky. Warum denn immer? Es macht ja keinen Schaden, aber wir machen 0,01% Schaden pro Hit. Uff. Warum so tanky? Come on. Soll man es denn killen? Ich will eigentlich nicht. Ich will eigentlich wirklich nicht. Oh, das hat echt mies. Nee, das Ding zu killen macht keinen Sinn. 2%, wie lange hat es gebraucht? Eine Minute oder so. Nee, es dauert zu lang. Bringt nichts. Bringt gar nichts. Probieren wir noch einen Tower-Gig vielleicht. Tower ist nur auf... Ah ja, nevermind. B4, B5 angeblich kann man farmen. Okay. Warte mal, ich glaube nur die Captains haben, glaube ich, die Gigs, oder?
Ich glaube schon. Gab es eigentlich diese Gigs je im Offi? Warte mal, ich bin B4, nicht B5. Holy shit. Ja, genau hier. 100, 104. Für mich wie gemacht, oder? Ah ja, der ist angenehmer. Der ist viel angenehmer. Ich meine, braucht auch eine ganze Weile, bis du down ist, aber... Ich meine, es ist 2 Level unter uns. Level ist super, also Level Range ist super. Haben wir was hier drauf? Kritschern und ein bisschen mehr Stats, oder? Na, komm. 58k HP mittlerweile. Was? Eins bis 80 und 13 XP. Naja, okay. 10 war das, okay. Also ich glaube, hiermit levelt man eher nicht mehr so aktiv. Ich denke, man ist halt eher dann so, damit man es halt irgendwie nicht wegschmeißt, das ganze Zeug. Und... Ja, gut, ich muss dazu sagen, man summiert sich schon. Wenn man sich mal lange levelt, dann summiert sich ziemlich gut sogar. Warte, was habe ich gerade alles gescrapped? Fuck. Habe ich gerade... Oh, fuck. Warte mal, weil das kein... das war kein spezielles Zeug. Shit. Das war sicher was wert gewesen. Fuck. Oh, ich liebe und hasse das System zugleich irgendwie. Das hat echt... Es hat Schwächen. Es hat sehr große Schwächen, finde ich. Ja, das ist jetzt ungünstig. Man könnte auch relativ wenig machen dagegen jetzt. Ach komm. Wo sind unsere Howlies? Haben wir nicht Howlies, aber Verschwendung eigentlich, oder? Na komm. Eine Box haben wir wieder. Oh, Lucky Boxen, let's go. Mal wieder nichts. Was andere gerade? Crafting Material used for crafting. Oh, wow. Okay, krass. Mal schauen, was das Ding gleich droppt. Oh, warum droppt das Ding jetzt so oft, so viel? Leute, das Ding droppt ja richtig gut. Das Ding droppt ja wirklich richtig gut. 4 Teile? Irgendwas mache ich schon wieder falsch. Oder besser gesagt, mache ich jetzt gerade richtig, was ich vorher falsch gemacht habe. Keine Ahnung. Verstehe jetzt nicht, warum das so viel droppt. Oh, eine Silberbatterie. 15 Tage Batterie? Das ist ja mega gut. Hier, das Ding stirbt auch einigermaßen schnell. Leute, nochmal! Oh. 30 Tage Batterie, 30 Tage Saugen. Ohne schlechtem Gewissen. Okay. 66 Taschen, oh, krass. Ja, ich überlege übrigens aktuell auch die ganze Zeit, ob wir hier was machen sollten. Upgraden, sockeln. Schwierig. Warte mal, Nackel und Schild kann man echt mal besser erwecken, fällt mir gerade so auf. Lass uns gleich mal, warte mal. Warte mal, was war gerade die obere Erweckung? Ich hab's gerade. Ah, nee, sie war doch unten. Hoppla. Das ist eigentlich eher unser Tankschild. Das heißt, wir brauchen HP, STA drauf. Und Crit-Schaden. Alles am besten. Oha! Das ist insane. Das ist eine. Wow, okay, das ist krass. 7000 Attack gematcht, okay. Und wie viel? 70%? 77% Crit-Schaden. Das ist mega gut. Das habe ich jetzt.
Also heute läuft es irgendwie. 230 STR, 508 STR haben wir jetzt. Es läuft schon wieder viel besser als gedacht. Viel besser als geplant vor allen Dingen. Interessant. Das waren 32%. Naja, mal schauen. Wenn wir jetzt wieder so viel Glück haben, dann wäre es super. Also vier Teile werden halt, also vier Teile sind wirklich super geil. Aber das Ding ist auch, wir droppen wieder nur die Sachen, die wir nicht brauchen. Jeder einzelne Drop war bisher Müll. Also ich meine, wir könnten es versuchen zu verkaufen. Ich glaube, es wird nicht sonderlich viel bringen. Meinst du Nightset? Nehmen wir vielleicht schon, oder? Ja, ist auch nicht so geil. Geil ist es nicht. Das Ding droppt wieder gar nichts. Wow. Okay. Naja, ich beende erstmal die Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.